Der tägliche Gang zum Zigarettenladen. Er gehört dazu, zu meiner Sucht. Ich bin Raucher. Als ich ganz jung war, habe ich immer gesagt, ich will gar nicht rauchen, weil Freunde von mir, die haben schon mit teilweise 9 oder 11 Jahren angefangen. Da habe ich immer gesagt, ich fange nie an zu rauchen. Ja, und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich es halt doch gemacht habe, und da habe ich mir aber keine Gedanken gemacht über Gesundheit oder so. Regelmäßiger Tabakkonsum macht sehr schnell abhängig. Die britische Ärztekammer stellt das Rauchen auf eine Suchtstufe mit Kokain und Heroin. Neben den Suchtstoffen sind auch zahlreiche Gifte und krebserregende Stoffe im Tabak enthalten. Die gesundheitlichen Schäden können gravierend sein. In Deutschland sterben etwa 110.000 Menschen jährlich an den Folgen des Tabakkonsums. Alle 5 Minuten einer. Zum Ersten schädigt das Rauchen die Blutgefäße. Es verändert sie, die Durchblutung wird schlechter. Damit kann es also zu Herzinfarkten kommen, zu Durchblutungsstörungen am Auge, an der Niere, zu Schlaganfall, zu Durchblutungsstörungen der Beine, dem sogenannten Raucherbein. Zum Zweiten inhalieren wir Stoffe, die schädlich sind, die giftig sind, wie Teer und Nikotin. Damit wird also auch die Lunge geschädigt. Ja, und ein Teil wird auch in den Magen inhaliert, also auch der Magen. Es ist also nachgewiesen, dass Raucher häufiger an Lungenkrebs und an Magenkrebs erkranken. Rauchen, Tabak ist ein Genussmittel, es macht süchtig. Es gibt auch Entzugserscheinungen, dass man unruhig wird, zittern bekommt, schlecht schläft. Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass es ein Kommunikationsproblem ist, wenn der Nachbar raucht, der Ehemann, der Arbeitskollege und man daneben sitzt, raucht man eben mit und habe es denn wirklich schwer, das zu lassen. Trotz der hohen Risiken, vor denen mittlerweile sogar auf den Verpackungen gewarnt wird und der nicht geringen Kosten für Zigaretten und Tabak, greifen die Raucher immer wieder zum Glimmstängel. Einfach mal ausprobiert und dann aus Langeweile halt. Mein Sohn und meine Schwiegertochter, die rauchen, aber ich bin dagegen, auch die Enkelkinder rauchen. Wer hat das nicht gemacht? Und dann haben sie mal probiert und dann ist es logisch. Also wenn das die anderen tun, dann muss ich das auch tun. Ne? Vielleicht aus Neugier. Weil es andere gemacht haben, hat man es mitgemacht, denke ich mal so. Ich hab mal geraucht, aber das ist schon lange her. Wenn man aufhören will, muss man Willen haben. Und wenn man keinen Willen hat, schafft man das nicht. Also man muss sagen, ich will nicht mehr, Schluss, Feierabend, und das muss man durchziehen. Wer beabsichtigt, das Rauchen aufzugeben, sich aber auf den Willen allein nicht verlassen möchte, für den gibt es allerhand Hilfsmittelchen in der Apotheke. Also es gibt verschiedene Mittel. Die gängigsten Mittel hier in der Apotheke sind Pflaster oder aber auch Kaugummis. Ein Pflaster ist heute, also in dieser Form gibt es das, sind heute transdermale therapeutische Systeme, so nennt man die. Das heißt, man klebt sich ein Pflaster, meistens hier so auf den Oberarm. Dieses Pflaster gibt Nikotin an die Haut ab, die Haut nimmt das Nikotin auf und führt es dem Blutkreislauf zu. So ist da im Prinzip die Wirkung als Ersatz zur Zigarette. Ja, ich sag mal, so ein Nikotin-Kaugummi vielleicht auch nicht jedermanns Sache ist. Es ist auch nicht ein Kaugummi, wie wir es kennen. Ein Nikotin-Kaugummi wird eigentlich angekaut sozusagen, wird in die Backentasche gelegt, weil wenn man es dauerhaft kauen würde, wäre es zu viel des Guten. Ob mit Pflaster, Kaugummis, einer Therapie oder ganz ohne Hilfsmittel, wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko schwerer Erkrankungen und schont seinen Geldbeutel. Allerdings ist ein eiserner Wille Voraussetzung. Ich habe mir selber irgendwelche Theorien ausgedacht, wie ich es vielleicht schaffen könnte. Und also waren mindestens schon 50 Versuche, also ich habe es nie geschafft.